So, ein Rennen zum Leuchtturm steht an. Mach dich bereit. Diesmal Muss man zähle auch ich so, an. klar. Macht euch bereit. Wow. Hier, aufstellen. Well, so. Seid ihr alle bereit? Nö. Stell dich mal ein bisschen weiter nach hinten los. Du stehst gerade relativ weit vorne. What the f... Dann mach ich mir Platz, so. Und an der Pflanze hier. So, alles klar. Seid ihr bereit? Drei, 2, zwei, 1. eins. Los! So, diesmal ist das Rennen ein bisschen besser für mich, aber gelaufen. Wenn jetzt mir nicht hinten gleich jemand reinfährt. Oh nein, oh. Das war knapp. Gut, es läuft doch. War es diesmal ein Rennen ohne irgendeine Karambolage bisher? Ja. Ist das nochmal vor? Sauber! Ah! So viel zu keiner Karambolage. Ah! Nein, der Opportunist! Egal, der Warum wird irgendeine Kurve verkacken. Die Abkürzung? Ich hab keine Ahnung, wie die Abkürzung ist, ey. Okay, dann. Wobei, mir fällt dabei auf, wir müssen, glaube ich, unten noch entlang gleich. Egal, vielleicht können wir hier noch eine Quest abgeben. Weil die Kurve mehr Flair hat, du weißt. Mhm. Lass das Tor offen! Wow. Where did I put that? Where did I put that? So, können wir jetzt mit dem Typen reden? Da, ich muss doch den Typen. Ah, ja. Warte mal, was findest du denn noch? Was ist das für ein Problem? Wir können die Quest hier doch nicht abgeben. Warte mal, wir müssen dann erstmal zu Dings. Zu Marcus. Der müsste irgendwo bei dem Bungalow sein. Mach dich bereit, wir müssen wieder runterfahren. Ja, Moment. Muss erstmal raus. Irgendwie ist ein Auto weniger, habe ich so das Gefühl. Wieso? Wir haben doch drei. Ja, aber wir hatten doch hier oben vier stehen. Ja. Eins, die spawnt mal, eins spawnt mal. So, warte mal. Sind wir so, alles klar. 3, 2, 1. Wie denn jetzt, ey? Was, wie denn jetzt, ey? 3, 2, 1. Ja, und dann los, da kannst du ja wohl denken, was danach kommt nach 1. Was ist denn? 3, 2, 1, 0. Go. Ich hab noch nicht los gesagt, ich hab jetzt 0 gesagt. So, warte mal, wir sind gleich schon da, bei dem Typen. Noch ein bisschen weiter fahren. Hey! Natürlich! Wie blockiert ihr euch schon wieder? Du kennst dieses erste Tor zum Leuchtturm. So, aussteigen, ja. Das war ein bisschen zu klein für zwei. Ach, ihr seid direkt nebeneinander gefahren. Ja. Hier raus müssen wir. Okay. Ja, wir hatten so eine kleine Karambolage beide am Anfang gehabt. Aber hier ist ein Schläger. Oh, das Auto! Da hat sich das gerade einfach umgedreht. Fuck, das hat sich einmal im Kreis gedreht bei mir. Achtung, Schläger. Wow! Oh, das hat eins schon gebrochen. Und okay, eins hat er geschnitten. Das eine ist doch noch. Das ist nicht gebrochen. Dann habe ich den linken gebrochen. Ah! Schlagen hast. Mhm. Aua. Okay, jetzt sind beide weg. Okay. Ah, Schlagring. Ein blauer Schlagring, nice. Und sogar fast für dein Level. Der ist sogar für mein Level. Ja, das ist wunderbar. So, weiter zum Ziel. Ey, hast du noch einen Schlagring, Sambi? Ja, ich hab bestimmt noch einen übrig. Die Waffen sind alle kaputt. Warte, dann gebe ich dir gleich. Ich box einfach so lange. Oh. Der war hinter mir. So. Wir sind gleich da. Geht doch. Komm her. What the fuck? Alright, everything works. Go tell Darwin the good news. I'll stay here just in case the fuses blow when you start pulling power for the lighthouse. This is for you. Thanks for the help. So, jetzt können wir endlich rein. So, Cash. Alles klar. Und weiter geht's zu Darwin. Rennen zum Leuchtturm. Wo waren unsere Karren eigentlich nochmal? Irgendwo unten.
Eine steht hier. Ach, da, warte mal, da ist die blaue, hier ist meine gelbe. Ja, wir haben hier alles. Blaue, die es bei mir nichts gibt. Nur teilweise. Die ist, ja, wir sind nur teilweise, ey. Ja, ist, das Ding hat Türen, die Motorhaube und hinten das Ding, wo dann man die so. Ladeklappe zumachen kann. Seid ihr bereit? Ey, Leute, wohin? Achso. Wohin wollt ihr? Was? Achso. Falsche Richtung. Nicht falsche Richtung, du bist schon losgefahren. Dann kommt hier hin. Rechts ist irgendwas zum Aufsammeln. Ja, wahrscheinlich Wasser. So, warte mal. So. Bin daneben. Shit! Leute. Shit! Komm wieder nach hinten, ne? Welche Quest machen wir denn? Ah, okay. So. Was? Was? Hast du davon? So, alles klar. Warte mal, geht das nochmal? Moment. Ich bin gerade übergeflogen, pass auf. Ja, weil du mir vorne drauf gefahren bist. Es geht immer. Alter. Kommst du jetzt? Wir nehmen. Mann, Leute, chill doch mal. Okay. So, warte mal. Erstmal nebeneinander stellen. So, warte. Alles klar. Können wir jetzt? 3, 2, 1, los. Ey, drückt mich gerade voll weg, ey. Ah, hier standen Autos, deswegen. Oh, ja, ja. Wohin müssen wir eigentlich? Ja, zum Leuchtturm, ne? Ja. Okay. Und ich wurde mal wieder gegen dieses scheiß Schild gedrückt von was, ey. Pardon, Monsieur. So wird das nicht. Ist diesmal wenigstens die Abkürzung gekriegt? Ja. Nee, ja, ich hab mich da reingedrückt und ich wurde da voll gegen das Schild allerdings gegen geknallt. Da. Du warst ja wieder putzen. Wir Schweine. Der und Schneeklack. Scheiß Tür! Ich wende schon mal, falls wir gleich wieder zurück müssen. So, warte, ich muss mit den Typen ja wieder reden. Chillt. Ich komme. Stay strong, Linda. That's it. Aber warte mal, Ned hat hier eine neue Mission. If you could bring me back some food, Ned. I'd really appreciate it. Anything. Find me some food and I'll give you whatever. Oh, $644. In einem Schrank. Feuerzeug, Gas. Der Wind in den Eingeweiden. Besorge 2 Essenskonserven für Ned. Ja. Yeah. Du bist so arm. Go. Hurry, see what you can find. I need food. So. Wieso schließt ihr die Tür ab? So. Okay. Marcus said it's gonna work. Let's give it a shot and turn it on. I just hope it doesn't bring down the electrical grid. Mitten am Tag so ein Leuchtturm anzumachen. Yeah. So, geht doch. Okay. Der hat uns einen Kraftstück gegeben. Oh, endlich zur Werkbank hier. Kann ich jetzt meine Sichel erstmal verbessern und mein Fleischermesser? Ha. Modifizieren lässt sich leider noch nicht so. Warte mal, ein Ausstieg, ein Level Up, 1. Nicht direkt 20. Ich hab einen Schraubenschlüssel für Stufe 20 bekommen, der 242 plus 15 macht. Ah, ja, hier ist noch ein Schraubenschlüssel, genau. Kann man den irgendwie modifizieren schon? Warte mal. Eine Ideobombe, genagelt. Oh, nö. Aber damit werde ich erstmal gut klarkommen. Die nächsten Level. Ja, sorry, kann ich nichts für. Ja, nee, kannst du auch nicht. So, warte mal. Jetzt müssen wir, glaube ich, zurück zum zum Rettungsschwimmerturm. Ja, lass Schnellreise machen, oder? Ja, können wir auch machen. Oder rennen. Rennen wäre eigentlich cooler. Was sagen die Zuschauer? Ich würde sagen, rennen ist cooler. Da passiert meistens immer irgendeine Scheiße bei uns dreien. So, warte, lass mich doch erstmal draußen. Das Tor wäre wieder viel zu eng. Kommst du? Wem? Moment. Ja, eigentlich hat das voll einen Vorteil. Dadurch, dass du keine Windschutzscheibe und so einen Scheiß hast, hast du die ganze Zeit freie Sicht so nach links und rechts, während wir hier voll eingeengt sitzen. Wir sitzen ja voll eingeengt drin. So krank eigentlich. Ihr seht halt alles. Hol dein Fahrzeug. Ja. Ich hab vor mir nichts. Bist aber in der Sitzpose oder wie?
Warte, ich fotografiere mal, was ich noch sehe. F12. So, ich kann euch gleich mal die Screenshots schicken. Sieht so behindert aus, dieses Fahrzeug. So, stell ich mal daneben, ich mach wieder Countdown. So, 3, 2, 1, los. Alle drücken auf ihre Tastatur, Konzentration, los geht's, RAM. Wo müssen wir eigentlich hin? Zum Leuchtturm. Nein! Also Rettungsschwimmerturm. Verdammt! Verdammt. Was hast du gerammt? Das Tor. Okay. Bis jetzt sieht's gut aus. Das erste Rennen, was ich gewinnen könnte. Ah, muss ich nicht so. Sogar ohne Fehler durchgekommen. Yeah! Geschafft. Ich hab grad voll die gute. Du hast das gerade voll die gute Kurvenlage fingen, Marc. Du hast grad voll die gute. Ja, ich hab mich voll quer in die Kurve gestellt, wo schon Auto stand. Er kam nicht vorbei. Egal, was du wolltest. Langweilig, ey, du blockierst den Weg. Ich red schon mal mit Dominik. Mich. Maybe we can finally get this fucker to work. Thanks. So, der hat nur Cash für uns. Mega. Tschüss. Kann noch was wegbringen? Nein! Ja! wo war Teddybär nochmal von innen? Ach, der war weiter. Ah, fu. So. Teddybär. Where's your motherfucking Teddy? Rede mit Cinema. Warte mal, das war über die Hauptquest, oder? Nein, das machen wir nicht. Wir reden nicht mit Cinema, sondern suchen jetzt über ins Teddybär. Teddybär. So, kommt. Was denn Cash hat der? Ah, ich glaube, zum Teddybär müssen wir zu Fuß weiterrennen. Da können wir nichts mehr machen. Gott, bin ich hier gerade verpackt. So. Ohne Sinn. What the fuck machst du da? Yeah! So, raus hier. Yep. Kommt ihr? Wir müssen wieder zurück. Und hier hoffen, dass wir einen Teddybär finden. Ah, davon sind wieder Zombies. Der hat schon beides gebrochen, der muss nur noch fallen. Toll, will er nicht freiwillig sterben. Wo ist er? Ja, mitten im Busch irgendwo. Sind die Zombies nicht für dich auch was stärker? Oder wie mich? Ja, ein bisschen. Haben die Zombies sich nicht den Level angepasst? Die passen sich denen des Hasses an, also... Achso, ja, okay. Hat der Urs voll den Vorteil hier. Sollte er, ja. Huch. Könnte schon rausfallen, ey. Egal. Da ist noch ein Zombie. Get this freak off me. Butts! Also man sieht schon, das Spiel ist echt buggy. Ja. Oh. Hoffen wir mal, dass es bei Dying Light ein bisschen besser wird. Ja. Dein Gibtheit wurde es ja auch schon besser. Ja, muss man sagen. Aber 13 Level überspringen ist ein bisschen unfair. Och nein, kommst du da drauf. Ja, für Solospiel insgesamt gesehen von dem Skillpunkten her ist ja eigentlich geil, aber wenn man Koop... Solospiel, ja. Wenn man aber Koop... Das Problem bei Koop sind halt dann Waffenlevel von Kiss. Das wird halt ein Nachteil. Hackmesser...